Prince, Michael Jackson oder Madonna. Viel selten werden ihre Hits an den Partys heutzutage gespielt. Eine Ausnahme gibt es aber. The Best of the 80s Party im Extra. Sie ist das Original in Zürich, wo nur die besten Hits gespielt werden, und zwar von den 80er Jahren. Ein monatlicher Treffpunkt für junge Nostalgiker oder die, die das spannendste Pop-Jahrzehnt neu erleben möchten. Gerne begrüße ich bei mir den Geschäftsführer vom Extra, Christoph Burkhardt. Herr Burkhardt, Ihre Partys gibt es schon seit Ende 90er Jahre. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Wir haben schöne Dekorationen, wir haben Videoclips, die wir zu diesen Musiktiteln zeigen. Und es ist schlechthin einfach ein Treffpunkt für gleichsinnige Leute, die diese Art von Musik von den 80er Jahren lieben. Unsere Party ist bewusst ab 18 Jahren. Es ist aber so, dass unser Publikum von 18 bis über 40 ist. Es ist sehr breit, also das Durchschnittsalter ist um die 30. Bei mir steht der Resident DJ vom Extra, der Urs Diethelm. Was macht die Best of the 80s Party so einzigartig? Das ist, dass die Leute reinkommen, eine gute Zeit haben, gerade loslegen mit Tanzen. Die gute Musik, die wir haben. Und ich würde sagen, die alle haben den Plausch von den 80er Jahren. Best of the 80s, eine Party, wo nur das Beste aus den 80er Jahren gespielt wird. Viele grosse Hits, Original-Videoclips auf einer grossen Leinwand und natürlich der Karaoke-Floor. Best of the 80s, einmal im Monat, an einem Freitag im Extra. Für City Guide, Gabriela Miloda.